Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Donkey Kong 64 und Tiny geht hier erstmal richtig ab und zeigt ihre coolen Tricks. Wir sind hier immer noch in der Azteken-Arena in Welt 2 und uns fehlt schon gar nicht mehr so viel, wir können mal kurz nachgucken. Für Tiny fehlen uns noch 30 Bananen und eine goldene Banane, wenn man die Blaupause abzieht. Und für Lanky fehlen uns noch 71 Bananen und 3 goldene. Und bei Diddy und bei Donkey haben wir schon alles gefunden und gemacht, was es zu tun gibt für sie. Also gar nicht mehr so viel zu tun für die beiden übrigen, jetzt für Tiny und für Lanky. Vor allem für Tiny, da müssten wir jetzt relativ schnell fertig sein. Denn ihre letzten Bananen und auch ihre letzte goldene Banane vor allem müssten im Lama-Tempel sein. Und da will ich jetzt mal kurz hingehen. Und hier ist auch noch was für sie, nämlich beim Porter. Haben wir noch 5 Bananenmünzen und auch noch eine ganz normale 5er-Banane, sehr schön. Also die letzte goldene Banane für sie ist auf jeden Fall hundertprozentig im Lama-Tempel. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob auch die letzten 25 normalen Bananen auch im Lama-Tempel sind. Es kann auch sein, dass ich irgendwo anders noch Bananen verpasst habe für sie. Das wäre aber nicht so schlimm, denn wir müssten ja dann mit Lanky und dann auch später noch mit dem 5. Kong eh nochmal die ganze Welt im Prinzip absuchen und da werde ich dann bestimmt nochmal irgendwas entdecken. Es kann zum Beispiel einfach sein, dass hier dahinter irgendwie etwas ist. Ich kann mal kurz gucken. Dass hier dahinter einfach mal für irgendeinen Kong Bananen sind, aber nee, in dem Fall nicht. Aber hier ist auf jeden Fall ihr Schalter, den sie aktivieren muss für den Lama-Tempel. So. Denn, das ist ganz interessant, in den Lama-Tempel kommen 4 Kongs rein. Im Prinzip nämlich Tiny, Lanky, Diddy und Donkey. Und der 5. Kong, den wir noch gar nicht haben, der kommt da gar nicht rein. Das ist aber nicht schlimm, weil es gibt, glaube ich, hier drin eher ein Tauschfass. Also er kann hier auf jeden Fall schon was machen. Und sehr ähnlich ist es auch mit dem allerersten Tempel aus der Welt ganz am Anfang, wo auch in dem Gebiet, wo auch Candy ist. Da können nämlich auch nur 4 Kongs rein. Und zwar Diddy, Tiny, Lanky und eben der 5. Aber Donkey Kong kam da nicht rein aus irgendeinem Grund. Also der hat da keinen Schalter und da gibt es auch innen drin, glaube ich, kein Tauschfass. Deswegen kann der da überhaupt gar nichts machen. Aber er kann auch nichts finden. Deswegen ist es da nicht schlimm. Aber hier kann theoretisch schon jeder rein, aber er ist eigentlich nur gedacht für die ersten 4 eben. So, das ist eine Posaune für Lanky. Also das ist mir am Anfang, wo ich das Spiel zum ersten Mal gespielt habe, oftmals gar nicht so leicht gefallen, zu unterscheiden, ob das jetzt eine Platte für Lanky oder für Tiny ist. Weil Tiny hat ja Saxophon und Lanky hat Posaune. Und die sehen sich so einigermaßen ähnlich, sind halt beide so gelblich. Aber sie sehen schon anders aus im Prinzip, wenn man weiß, wie sie aussehen. Aber hat mich am Anfang immer ein bisschen verwirrt, aber mittlerweile ist kein Problem mehr. So, und hier können wir durch als kleine Tiny und kommen zu einem Geheimgang, wo es noch einige Bananen zu finden gibt und hier müsste auch die letzte Bananenmünze sein. So, und jetzt ist man erstmal ein bisschen verwirrt vielleicht, denn man findet hier den Blaupausenhonk, der blaue Haare hat, also einen für Lanky. Und man fragt sich jetzt, wie kommt Lanky eigentlich hier hin? Man kam ja nur hier hin über den kleinen Weg für Tiny. Komisch, oder? Gibt aber eine ganz einfache Erklärung, ihr habt es vielleicht gerade eben schon links unten am Bildschirm gesehen. Denn hier können wir eine Platte finden, eine Portplatte, nämlich die hier, die 2. Und die andere 2 ist auch hier im Lama-Tempel. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen verwirrend, denn hier innerhalb des Lama-Tempels gibt es nochmal 2 unabhängige Porter. Nämlich einmal die 1 und die 2. Also die 1 und die 2 hier im Lama-Tempel haben nichts mit der 1 und der 2 außerhalb zu tun. Also hier in der Welt gibt es eben insgesamt 4-mal eine 1 zu finden und 4-mal eine 2. Nämlich 2 draußen und 2 drinnen jeweils. Von der 3, von der 4 und von der 5 gibt es immer nur 2 Versionen, nämlich halt nur ganz normal draußen auf der ganz normalen Overworld. Aber von der 1 und der 2 gibt es eben mehrere hier. Eben auch hier drin. Aber die haben, wie gesagt, nichts mit denen draußen zu tun. So, und hier kommen wir mit ein bisschen Jump-Run-Skills, die ich offenbar nicht habe. Tiny, geh hoch. Dankeschön. Kommen wir zu unserer letzten goldenen Banane für Tiny. Yay, sehr schön. So, und damit fehlen ihr noch. Warte mal, habe ich eigentlich vorhin mal was vergessen? Nee, oder? Müsste eigentlich passen. Also ich überlege gerade, ihr fehlen ja noch... Was tue ich denn? Ihr fehlen ja noch 10 Bananen. Und immer wenn mir 10 Bananen noch fehlen, habe ich den Eindruck, dass es irgendwie ein Bananenballon ist, der uns noch fehlt, weil es halt immer 10 auf einmal sind. Und ich habe gerade überlegt, ob ich da einen schon verpasst habe, aber ich glaube nicht. Nee, müsste ja alles passen. Ich weiß jetzt nicht sicher, ob der wirklich noch hier kommt, aber müsste er eigentlich sein. Ich kann es mal kurz zeigen jetzt. Wenn wir den hier aktivieren oder halt durchgehen, dann kommen wir wieder hier raus im Anfangsgebiet des Lama-Tempels. Und da müssen wir dann eben mit Lanky rein und können dann eben zum Blaupausenhonk für ihn kommen. So. Ja, wo ist jetzt der letzte Luftballon noch für sie? Doch, ich weiß, wo er ist. Der ist nämlich einfach hier über dem Becken, glaube ich. Stimmt's? Nein! Na, shit. Natürlich bin ich runtergefallen. Moment. Geh nochmal hoch. Der müsste jetzt hier einfach irgendwo
Rumpf. Genau, da ist er schon, okay. Und da oben ist übrigens ein Bananenfass, wo wir ein Minispielchen machen dürfen. Kann ich den von hier aus treffen? Nee, kann ich natürlich nicht. Wo wir ein Minispielchen machen dürfen und wenn wir es schaffen, eine Banane bekommen. Das ist aber nur für Lanky, glaube ich. Denn ein anderer Kong kommt da auch gar nicht wirklich hoch. Also vielleicht schon irgendwie. Aber momentan kommt da nur Lanky hoch. Also ja, jetzt kommt er auch noch nicht hoch, weil die einfach so in der Luft fliegt. Aber gleich wird er hinkommen. Denn er kann jetzt dann gleich hier einen Schalter auslösen. Und damit kann er dann, glaube ich, einen... Halt. Damit kann er dann... Ja, ich will Tiny nochmal nehmen. Damit kann er dann, glaube ich, einen Weg schaffen, mit dem er dann zu dem Bananenfass eben schon hinkommt. Müsste, glaube ich, so sein. Das heißt, also für Tiny haben wir auch alles. Dann fehlt nur noch Lanky. Und für ihn müssen wir eben noch einige normale Bananen finden und auch noch drei goldene Bananen waren es, glaube ich. Und eben die eine Blaupause und dann sind wir auch mit ihm fertig. Also vielleicht werden wir in dem Part die Azteken-Arena wirklich schon komplett abschließen können. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir den Boss auch schon schaffen. Ich glaube schon, dass wir sie an sich schon abschließen können, ja. Aber halt den Boss wahrscheinlich noch nicht machen werden, denke ich mal. Oder vielleicht doch, keine Ahnung. Mal gucken. Und hier kriegt man tatsächlich etwas, wenn man alle Gegner besiegt. Denn dadurch tauchen hier Lianen auf, mit denen man einmal zu Bananenmünzen kommt und auch natürlich zu einer normalen Banane. Und ich finde es übrigens sehr witzig, dass eigentlich Bananenmünzen ja etwas Wertvolleres an sich sind, so im ersten Moment, wenn man drüber nachdenkt. Aber an sich sind Bananen, ganz normale, dann doch wichtiger. Weil Bananenmünzen gehören halt nicht zu den 100% dazu. Das ist völlig egal, ob man die hier findet oder nicht. Man muss halt immer genügend haben, damit man sich die ganzen Fähigkeiten kaufen kann. Aber man muss auf gar keinen Fall alle finden. Und die normalen Bananen aber halt im Prinzip schon. Also wenn man wirklich alles haben will zumindest. Und da kriegen wir eine goldene Banane. Und jetzt kommt so ein kleines Rätsel, so ein bisschen Memory. Denn wir können hier sehen, es gibt hier vier gelbe, vier orangene, vier blaue und vier grüne Affen. Und die geben jetzt alle Töne von sich. Hört mal hin. Das klang sehr komisch. Und einer der anderen gelben hat jetzt denselben Sound. Wir gucken mal. Ja, das war falsch. Dann nehme ich mal den hier. Den da, was hat der? Okay, der hat wieder das komische Geräusch. Also das ist der hier. Und der hat wieder die Hupe. Und der hier auch. Genau. Und das müssen wir jetzt so oft machen, bis sich alle Affen drehen. Okay, also wieder genau hinhören. Okay, das klang nach einem Vogel oder so. Nach einem Kranken. Und das war ein Furz. Ah ne, halt, das war falsch. Ich hätte erst einen der anderen aktivieren sollen. Das war dumm von mir. Ja, das war sehr dumm von mir sogar. Sorry, das war blöd. Na komm, aktivier. Zack und zack und zack. So. Sehr schön. Ich glaube, ein Röpsen kommt hier auch noch irgendwo. Moment. Was haben wir hier? Okay, das Geräusch kenne ich sogar irgendwo her. Wartet mal. Ja, das klingt anders. Was bist du? Hä? Der hat doch gerade anders sich angehört, oder? Bin ich jetzt blöd? Ach nee, das war ein anderes Geräusch. Ah, das Geräusch, das ich gerade eben gehört habe. Ich dachte, das hätte der von sich gegeben, aber nee, das war das Geräusch, dass die Kremlings wieder aufgetaucht sind. Sehr witzig, okay. Deswegen habe ich auch gedacht, dass ich das schon mal gehört habe. Okay. So, was macht der? Okay. Bist du das? Nein, du bist der Röpser. Okay, zack. Und noch zweimal Röpser. Röpser 1. Und Röpser 2. Sehr schön. Banana. Und die Kremlings lassen mich hier tatsächlich in Ruhe, obwohl sie direkt neben mir stehen. Das ist auch sehr freundlich. Yay, unsere zweite Banane für Lanky. Der sieht so behindert aus, wie so ein Clown irgendwie. Wirklich. Und wie er auch schon läuft. Also der sieht wirklich aus wie der größte Vollhonk. Und da hat er so eine Latzhose an, die auch noch hinten gerissen ist und schon geflickt wurde. Ach ja, Lanky. Naja. So. Wo kann jetzt er noch was machen? Ich glaube hier nicht. Das ist nur für Donkey was gewesen. Und hier kann... Oder? Doch. Oder? Konnte er hier was machen? Nein. Ah, das war auch für DK. Okay. Also die beiden rechten Platten auf der rechten Seite waren beide für DK. Aber genau, wir müssen jetzt hier noch ein paar Bananen für ihn einsammeln. Erstmal hier die 5er Banane. Dann hier nach oben entlang gehen und da auch noch einige Bananen mitnehmen. Und dann eben auch den, ganz ganz wichtig, den 2er Porter nehmen. Und damit dann eben zu dem Blaupausenhonk fliegen. Porten. Und ihn dann besiegen. Und uns die Blaupause für ihn abholen. Ich glaube, der 2er war direkt hier. Stimmt's? Genau. Okay. Dann mal kurz dahin gehen. Weil wie gesagt, anders geht es nicht. Weil Lanky kommt da ja nicht durch. Er hat ja keine Fähigkeit, mit der er sich klein machen kann. Aber so geht es auf jeden Fall.
Und übrigens, was ganz gut ist gegen diese Viecher hier, man kann die relativ schnell besiegen. Also ihr habt jetzt gerade gesehen, der ist schon nach 2 Schlägen gestorben. Ich weiß nicht, wieso das so ist, aber das funktioniert auf jeden Fall. Und zwar solltet ihr versuchen, gegen ihn zu rennen mit eurer Rennattacke, dass er umfällt. Und dann, wenn er gerade wieder aufsteht, mit eurem zweiten Schlag ihn treffen. Es ist nämlich auch so, dass jeder einzelne Kong eine 3er-Schlag-Kombo hat. Also 1, 2, 3. Das hat jeder einzelne Kong, nur halt, es sieht bei jedem anders aus, aber jeder kann da 3 Schläge hintereinander machen. Und wenn ihr den mit dem zweiten Schlag trefft, wenn er dann wieder aufsteht, dann stirbt er sofort. Ich habe keinen Peil, warum es so ist, aber es ist so. Und das ist wirklich bei jedem Kong auch so. Interessant, oder? So, dann mal hier kurz mit ihm spielen. Hört sich auch sehr interessant an. Und dadurch kommen hier 2 so Schlangenplattformen nach oben, oder wie auch immer man das bezeichnen will. Zack. Und dadurch komme ich zur Banane hin. Oder zum Bananenfass. Und da kommt jetzt übrigens auch wirklich nur Lanky hoch, denn, wir können mal kurz etwas gucken. Wenn ich hier einfach so hochgehen würde, können wir schon sehen, dass ich abrutsche. Deswegen benutzen wir mal eine Fähigkeit, die wir im letzten oder vorletzten Part, ich weiß gar nicht mehr, gelernt haben. Bei Cranky nämlich, die habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Und zwar Z drücken und dann B. Dann kann ich auf einen Handstand machen. Und kann hier eben schön entlang laufen. Und dadurch kann ich dann überall hochlaufen, egal wie steil es ist. Cool, oder? Das erinnert sehr stark an Banjo-Kazooie, finde ich. Weil da gibt es ja auch so eine Fähigkeit, dass Kazooie die ganze Zeit läuft. Und die kann dann, glaube ich, auch überall hochlaufen. Also das erinnert da sehr stark dran. Krötenkarussell. Die Schildkröten drehen sich, wenn du die Schlangen mit Melonen fütterst. Drücke A, um Melonen abzufeuern. Genau. Wir müssen alle Schlangen immer wieder schön füttern. Und in der Mitte immer wieder nachladen. Denn wenn wir zu lange brauchen, dann werden die ein Hilfezeichen zeigen, denn die Schildkröten drehen sich von Mal zu Mal eben immer langsamer. Und wenn die Schildkröten sich ganz aufgehört haben zu drehen, werden die Schlangen sie fressen und dann haben wir verloren. Deswegen müssen wir die ganze Zeit immer schön die Schlangen abschießen und dann ist es kein Problem. Also man kann auch immer warten, bis das Hilfe kommt und dann erst draufheizen, aber man kann auch einfach sowas machen wie ich hier, dass man einfach die ganze Zeit drauf schießt. Das ist eigentlich viel effektiver, weil dann kann einem gar nichts passieren. Man muss zwar auch ein bisschen mehr tun, aber dann kann, wie gesagt, nichts passieren und dann ist alles super. Wow, weiter so! Und wenn man das hier die ganze Zeit so macht, dann steht das eben auch dran, das Wow weiter so. Ich glaube, wenn ich immer nur warten würde, bis das Hilfe mal auftaucht und dann erst auf sie draufschieße, kommt das Wow weiter so nicht. Aber ist ja auch relativ egal, denn das Minispiel ist wirklich nicht schwierig. Also es gibt später noch einige Minispiele da oder einige Bonusspiele, die unfassbar schwierig werden. Das werde ich dann erst im 10. Versuch oder so wahrscheinlich schaffen, wenn überhaupt, bei einigen. Ich denke da an eins so ganz bestimmtes, oder ja, an nochmal eins. Aber das hier ist wirklich sehr, sehr einfach. Es werden auch später teilweise Minispiele nochmal zurückkommen, aber in erschwerter Form. Also das mit diesem Schlangenspielchen von gerade eben, das wird öfter nochmal kommen, aber halt später immer schwieriger werden. Aber selbst in den schwierigeren Varianten von diesem Bonusspiel ist es trotzdem kein großes Problem. Also das, habe ich jetzt irgendwas vergessen hier? Nee, ich glaube, ich habe alles gemacht. Also das Minispiel mit den Schlangen ist wirklich eins der allereinfachsten. Aber es gibt wirklich ein paar, die halt schon sehr, sehr tricky sind. Also das wird noch sehr spannend werden. So, ich glaube, Lanky kann seine ganzen Bananen hier auf den Palmen finden, genau, die hier so in der Gegend rumstehen. Also ihr habt vielleicht schon gemerkt, dass jeder einzelne Kong immer auf den Bananen, auf den Bananenpalmen finden kann, genau, nein, auf den Palmen Bananen finden kann. Bei Diddy war es, glaube ich, so, dass die Bananen um den Lama-Tempel rum waren, oder? Ich glaube schon. Ja, doch, kann sein. Bei Tiny waren, glaube ich, die Bananen um den großen Tempel rum, wo jeder rein kann mit diesem Get-Out da. Und Lanky kann sie eben hier überall verteilt finden, in der Mitte. Ist eigentlich auch ganz cool, oder? Dadurch kann man schön viel erkunden und wird auch gezwungen zu erkunden, aber das ist ja gut so. Will ich jetzt gleich den Tempel machen oder erst noch... Ne, ich glaube, ich mache erst den Tempel und hole mir danach dann noch die restlichen Bananen. Ich hoffe, ich werde die hier mit Lanky noch alle finden. Ich habe nämlich irgendwie so das Gefühl, dass wir welche verpassen könnten mit ihm. Ich werde jetzt auch mal kurz hier einmal kurz drumherum laufen, weil ich glaube, dass er da auch etwas finden konnte. Zumindest Bananenmünzen. Ja, genau. Ja gut, das ist jetzt nichts Wichtiges, aber kann ich hier auch noch normale Bananen finden? Ich meine eigentlich schon, oder? Oder nicht? Warte mal, ich gucke nochmal hier kurz nach. Nee, sind auch nur Bananenmünzen. Ja, okay, besser als nichts. Aber trotzdem. Ich habe mich schon über Bananenmünzen, Blödsinn, über normale Bananen mehr gefreut, aber trotzdem, passt schon. So. Und unsere Munition ist auch langsam so ein bisschen knapp geworden. Gerade eben wegen diesem Memory-Affen-Rülps-Pfurz-Spielchen da. Da haben wir nämlich einige Schüsse verbraten müssen, vor allem, weil ich auch immer Pech hatte und mich auch einmal blöd angestellt hatte und nie den richtigen erwischt habe. Aber ist nicht so schlimm, denn man findet eigentlich immer genügend Munition, um das wieder schön auffüllen zu können. Also das passt schon, denke ich mal. Genau, da ist schon wieder Munition. Perfekt. Und auch bei Lanky ist es genauso wie bei Tiny vom Aufbau her, dass man hier im Kreis rumgehen kann, wenn man will.
Und ich hoffe, dass er hier. Ah, gerade wollte ich sagen. Ich hoffe, dass er hier noch einen Ballon finden kann. Und da fliegt mir schon direkt einer entgegen. Das finde ich sehr, sehr toll. So, dann komm mal her. Und. Na, komm her. Ich warte, bis er her. Oh mein Gott, ist der. Wow, warum ist der so schnell? Nein! Du blöder. Okay, noch getroffen. Sehr schön. So, 70 haben wir mittlerweile. Aber es fehlen noch 30. Das ist eine ganze Menge. 30, das ist mir fast ein bisschen zu viel. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich was verpasst habe. Könnte schon sein. Ich wüsste, wie gesagt, nicht genau wo. Aber selbst wenn ich jetzt hier etwas verpassen würde und nicht sofort alles finden würde, ich würde, glaube ich, nicht nochmal alles jetzt extra absuchen, durch die ganze Welt nochmal durchlaufen, um das dann zu finden. Denn wie gesagt, wir müssen später eh nochmal hierhin zurück in die Azteken-Arena, wenn wir den fünften Kong haben. Denn auch er kann natürlich hier auch wieder 5 goldene Bananen finden. Und, du Arsch. Und dann müssen wir eh nochmal hier hin und dann können wir immer sehen, wo die blauen Bananen sind im Notfall, wenn wir dann eine verpasst hätten und können dann nochmal genau nachgucken. Weißt du, auf der rechten Seite war es? Ich habe gerade eben noch nachgeschaut und habe schon wieder vergessen, ob da irgendwas war, aber ich glaube nicht. Oder? Nee. Aber trotzdem lieber doppelt nachschauen als einmal zu wenig, denn nicht, dass ich irgendwas verpasse. Aber das wird bestimmt später nochmal irgendwann passieren, dass ich in einer Welt... Ja, dass mir eine oder 5 Bananen oder so fehlen oder auch 10 und ich das dann nochmal später irgendwie nachholen muss, aber für euch ist es nicht schlimm, weil ich werde dann wahrscheinlich eher einfach schneiden. Ich habe halt dann die Arbeit und muss die ganze Welt nochmal absuchen. Naja, erwische die Fliegen. A, um die Fliegenklatsche einzusetzen, genau. da gab es ja auch so ein Spielchen für den NES, oder? Aber irgendwo kam sowas schon mal vor, dass man so Fliegen kaputt machen musste. Oder war es ein Spiel bei WarioWare oder so? Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Aber irgendwas war da auf jeden Fall mal. Mit diesem Spielchen hier. Na komm halt her jetzt. Na komm her. Die Hitbox ist hier sehr komisch. Also ich muss eher versuchen, mit dem oberen Ende von der Fliegenklatsche zu treffen. Und nicht mit der unteren. Weil mit der unteren funktioniert es irgendwie nicht. Aber mit der oberen schon. Keine Ahnung. Yay. Und damit haben wir auch für Lanky alles geschafft. Ja, also von den goldenen Bananen her zumindest. Die normalen müssen wir noch finden. Get out. Aber folgende. Goldene haben wir schon alle. Und wo ist der Rückweg? Hier ist der Rückweg vielleicht, oder? Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Doch, das müsste der Rückweg sein, oder? Oder? Ja, doch, vielleicht. Doch, es ist der richtige Rückweg, okay. Puh, sehr schön. So, die letzten 30 Bananen also. Das ist eigentlich kein allzu gutes Zeichen, finde ich. Wenn man schon alle goldenen Bananen gefunden hat, aber noch 30 normale Bananen fehlen. Das ist mir ein bisschen viel. Ach so, wartet mal. Ne, ich weiß, warum noch so viele fehlen. Ich habe ja mit Lanky noch gar nicht die Ballons von ihm nachgeholt, stimmt's? Ich glaube nicht. Die konnte man im... wo waren die? Im Lama-Tempel, stimmt, verdammt. Ich hätte... Ja, ich habe mich im Lama-Tempel noch ein bisschen gründlicher umschauen sollen, denn da konnte ich noch mehr für ihn finden. Das habe ich jetzt leider vergessen, sorry. Werde ich dann gleich nochmal machen. Es lassen noch 20 Bananen. Das heißt, wir müssen jetzt hier noch auf 80 kommen. Und dann haben wir es geschafft. Da ist noch eine. Und dann müsste jetzt hier dann gleich nochmal irgendwo eine sein. Nochmal so eine Palme mit einer Banane. Vielleicht die da hinten. Ja, ich kann schon sehen. Okay. Gut, dann haben wir doch alles gefunden. Sehr schön. Und dann schaffen wir den Boss. Ja, schaffen wir den noch? Ja, der dauert nicht so lange. Ja, doch, wir können ihn noch machen. Wir können ihn noch machen. Lama-Tempel will ich zurück. Ja, ich werde wieder kurz Schaden nehmen, aber passt schon. Zack. Ich mag auch mit, also ich mag es nicht ganz so gerne, oh Mann, ich mag es nicht ganz so gerne, wenn ich mit Lanky spielen muss ich ehrlich sagen, weil er ziemlich unbeweglich ist, finde ich. Er ist zwar schön gelenkig, aber trotzdem, also seine Luftattacke hier mag ich nicht gerne, denn die ist sehr langsam und er kommt damit nicht wirklich weiter. Kommt zum Beispiel Diddy weiter oder auch Donkey, Donkey kommt viel weiter damit. Also ich mag, glaube ich, wirklich Donkey Kong allein von der Bewegungsfreiheit her am liebsten, weil er halt vorher vor dem Sprung rennen kann. Also, ja, er nicht wirklich rennen, aber halt diese Attacke da nach vorne machen kann. Ihr wisst schon, was ich meine. Na komm her. Und dann eben springen kann und dann in der Luft nochmal einen Schlag ausführen kann. Und damit kommt er wirklich sehr, sehr weit. Das finde ich sehr, sehr cool. Aber später wird noch ein bestimmter Charakter eine Fähigkeit bekommen, mit der er, oder eher gesagt sie, dann noch weiter springen kann. Das ist dann eigentlich auch ganz cool. So. Jetzt eben hier nochmal nach unten tauchen. Tut mir leid, dass ich das gerade eben vergessen habe, aber da habe ich hier irgendwie gar nicht mehr dran gedacht, dass ich ja hier mit Lanky noch etwas finden kann, nämlich da, wo wir ihn gerettet haben. Genau, denn ich habe schon gesehen, hier sind die letzten beiden... Na komm her, hier sind die letzten beiden Bananenballons. Zack. Ich hab den doch getroffen, also komm. Ja, den jetzt nicht. Den habe ich getroffen, ja, und... Nein, komm her.
Meine Güte, komm her jetzt. Danke. Sehr schön. Und dann wollen wir noch mal kurz schauen, dass wir jetzt wirklich auch alles haben. Mit Lanky 4 und 100. Ah ne, halt ich mich verdrückt, sorry. Mit Lanky 4 und 100. Mit Diddy 4 und 100. Mit Donkey 4 und 100. Und mit Tiny 4 und 100. Außerdem überall die Blaupausen. Passt also alles. Und ich werde es jetzt wieder so machen, wie ich es auch schon in Welt 1 erklärt habe. Ich werde nur für Donkey Kong seine Blaupausen abgeben, oder seine Blaupause abgeben. Für die anderen nicht. Das werde ich alles am Ende machen, weil das würde jetzt sonst viel zu lange dauern. Wenn ich es jetzt nämlich für jeden abgeben würde, müsste ich eben erst mit Donkey Kong reingehen, mir die Cutscene anschauen, die Banane einsammeln, wieder rausgehen. Dann wechseln zum nächsten, zum Diddy zum Beispiel, mit ihm reingehen, die Cutscene anschauen, die Banane erhalten, wieder rausgehen, wechseln mit dem nächsten und so weiter und so fort. Das würde alles ziemlich stark nerven und es hinauszögern, deswegen will ich bei den anderen das erst am Ende abgeben, weil wir dadurch einiges an Zeit sparen können. Ich will aber trotzdem in jeder Welt euch das einmal zeigen, weil eben die Zwischensequenzen, ja es sind nicht wirklich Zwischensequenzen, aber weil die Kettenreaktionen immer anders sind von Welt zu Welt und deswegen will ich euch die zumindest immer einmal gezeigt haben und deswegen werde ich es eben so machen, dass ich nur mit Donkey Kong immer in jeder Welt die Blaupausen abgeben werde und mit den anderen immer erst ganz am Ende. Saubere Arbeit, Kong! So, dann zeig mal her, was passiert alles? Okay, das Ding dreht sich und dadurch wird eine Orange gekickt nach vorne in einen Eimer und dadurch kommt die Banane. Sehr schön, also diese Kettenreaktionen, das sind echt immer ziemlich witzig. Donkey Kong! Sehr schön. Yeah. Ich finde das so cool, wenn Donkey Kong eine Banane erhält. Yeah. Okay, und dann machen wir doch auch gleich den Boss. Der müsste ja eigentlich jetzt hier irgendwo in der Nähe sein, glaube ich. Also ich glaube, bei Funky ist ein Portal zu einem Boss, wenn mich nicht alles täuschen. Funky ist hier. Ich glaube auf der... Ah ne, hier ist nicht Funky. Aber hier ist ein Portal. Okay, sehr schön. Gut. Denn sonst haben wir ja alles erledigt. Ne? Ich habe ja gerade eben nochmal nachgeschaut. Müsste ja alles passen. Und hier in Welt 2 brauchen wir jetzt schon 120 Bananen, um weiterkommen zu können. Und wir geben mal die ersten 100 von Donkey Kong ab. Aber übrigens, das habe ich ja, glaube ich, auch schon bei Part 1 erwähnt. Wir geben die zwar ab, aber wir kriegen sie danach schon auch wieder. Also es ist nicht so, dass die jetzt irgendwie weg wären oder so und wir die nochmal einsammeln müssten oder so. Nee, die bleiben schon auch alle gespeichert. So, einige schon gefressen. Und zack. Und, also eigentlich kommt er jetzt auch schon dran. Er hat zwar sehr kurze Ärmchen, aber der würde doch da jetzt auch schon dran kommen, oder? Also das ist so ein Schwachsinnsraum hier einfach nur. Aber auch so witzig, weil es einfach so hirnrissig ist mit diesen zwei Hongs da, dass der eine viel fressen muss, um dann fett genug zu werden. Also, es ist echt sehr, sehr interessant. So, und die letzten 20 geben wir mit Diddy Kong ab. Denn auch er muss hier gleich den Boss machen. Und dann müssen wir nicht nochmal extra durchwechseln. So, dann mach mal auf. Jetzt habe ich die ganze Spannung schon weggenommen, wer den Boss machen muss, aber man hat sich eh schon denken können. Also ich glaube, die ersten 5 Bosse werden auch immer abwechselnd sein. Also die ersten 5 Bosse muss immer jemand anderer machen. Und dann der 6. und der 7. Boss müssen, glaube ich, nochmal welche machen, die eigentlich davor schon einen haben machen müssen. Ne? Ich glaube schon, ja. Müsste so sein. So, zweiter Boss. Wer bist du? Und kann er was? Ja, nicht wirklich. Vor allem, weil wir eben 2 Melonen haben. Also er muss uns 8-mal treffen, damit wir sterben und das ist eigentlich kein Problem. So, wieder ein TNT-Fass in der Mitte. Und, bist du der Boss? Süß. Und zack, getötet. Das war einfach, oder? Dann gib mal bitte den Schlüssel her für Kay Lamsi. Oh, es war doch nicht der Boss. Das war das Kind von dem Boss. Das waren wir nicht. Ja, okay, vielleicht doch. Okay. Diddy, keine Angst, der kann doch nichts. Okay, dann mal los. Und ich finde übrigens, ehrlich gesagt, dass die ersten beiden Bosskämpfe nicht die allerspannendsten sind, muss ich zugeben, weil sie nach dem exakt selben Prinzip funktionieren. Beide schießen einen ab, man muss ausweichen, warten, bis sie zum Stehen kommen, das Fass nehmen, auf sie werfen und ein Leben abziehen und das war's. Das klingt jetzt wirklich sehr langweilig im ersten Moment. Und das finde ich auch wirklich ein bisschen schade, dass die ersten beiden Bosse nach dem genau selben Prinzip funktionieren. Und es werden auch später nochmal 2 Bosse kommen, die auch nach demselben Prinzip funktionieren, aus einem ganz bestimmten Grund, den wir noch sehen werden. Also er macht hier ein bisschen was anders, weil er zwischendrin die Seiten wechselt, von denen er schießt, aber trotzdem ist es vom Prinzip her genau dasselbe wie beim anderen, wie bei Armadillo oder wie der hieß. Deswegen ist es so ein bisschen... What the fuck? Warum war das kein Treffer? Was zum... Ich hab ihn doch getroffen, the fuck? Was sollte der Scheiß denn jetzt? Mann, ey. Ja, deswegen ist es so ein bisschen blöd, dass die Bosse hier wirklich oftmals nach dem genau selben Prinzip funktionieren. Aber ich kann euch versprechen, dass es auch hier einige wirklich sehr innovative Bosskämpfe gibt, wie zum Beispiel dann schon den nächsten oder auch den übernächsten. Die sind sehr cool vom Prinzip her. Aber der hier und der erste,
Also, ja, also an sich sind die schon auch cool, vom Prinzip her halt, aber die gibt's halt zweimal, beziehungsweise sogar viermal Bosskämpfe nach diesem Prinzip hier. Werden wir später noch sehen. Und das ist halt dann so ein bisschen schade, da hätte man schon ein bisschen mehr Abwechslung irgendwie reinbringen können. Aber die anderen Bosskämpfe sind alle ziemlich episch. Und auch der Final Boss, der ist richtig, also der Final Boss in dem Spiel ist richtig, richtig episch. Da freue ich mich schon drauf. So, jetzt wechselt er zwischendrin dreimal die Seiten. Wir müssen uns auch gleich wieder sehr beeilen mit dem Pass. Nein, ja, das war jetzt... Komm, nein, ja, das, ich war zu langsam. Oder reicht das noch? Das reicht noch, cool. Sehr schön, hätte ich nicht gedacht, aber doch passt noch. Und der stirbt schon. Ja, er stirbt schon. Also auch er hat nur drei Leben. Donkey Kong! Sehr schön. Dann gib mal her. Yay! Donkey Kong! Wuhu! Dann haben wir jetzt die Azteca-Arena in... Ich glaube, vier Parts abgeschlossen, oder? Ich glaube schon, ja. Doch, müssten vier Parts gewesen sein. Also, im Prinzip in einem Part immer einen Kong abgeschlossen. Also, nicht ganz, aber so vom Prinzip her zumindest. Und, genau, man kann jetzt übrigens wieder zurück zum Anfang laufen. Oder man macht jetzt was anderes. Man kann auch einfach hier im Startbildschirm Level verlassen drücken. Warte mal, Diddy hat nur 80 Bahn. Also, ja, stimmt, der hat ja welche abgegeben, genau. Aber ich glaube, wenn ich jetzt verlasse und wieder neu starte, dann habe ich wieder 100. Oder hier wird es auf jeden Fall aufgelistet, dass wir die 100 gefunden haben. Deswegen passt alles. Also man kann einfach auf Level verlassen gehen und kann dann sich ganz automatisch aus dem Level rausporten. Gut Leute, dann würde ich sagen, war es das für diesen Part von Let's Play Donkey Kong 64. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, dann könnt ihr auch noch gerne einen Daumen hoch geben oder auch einen Kommentar schreiben. Und wenn es euch ganz gut gefallen hat, vielleicht auch noch meinen Kanal abonnieren. Und dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn wir bei Kay Lamsi... Moment, das war jetzt dumm, ich hätte zum Zweier gehen sollen. Wenn wir bei Kay Lamsi vorbeischauen werden, einen weiteren Schlüssel aktivieren werden bei ihm... Und er uns dadurch wieder eine neue Welt, beziehungsweise sogar zwei neue Welten aufmachen wird. Denn beim nächsten Mal haben wir die Auswahl, zu welchem Level oder zu welcher Welt wir gehen dürfen. Das wird auf jeden Fall auch sehr spannend werden beim nächsten Mal. Also bis dann, Leute. Ciao.